Ja, und damit willkommen zurück zu Detroit Become Human auf der PS5, aber in der PS4-Version, aber weiterhin in 4K. Sie haben in der ganzen Stadt Razzien durchgeführt. Alle sind nervös nach dem, was gestern passiert ist. Alles wird gut. Wir sind ja fast da. Das letzte Video ist ja schon ein Weilchen her, weil ich habe eigentlich gedacht, ich wäre schon durch hier im Spiel, aber das bin ich noch gar nicht. Deswegen geht es jetzt auch mal weiter mit Detroit Become Human. Und wir sind weiterhin auf der Flucht mit Kara und Alice. Oh, ein bisschen Musik, kann ja nie schaden, ne? Jetzt mit etwas Musik? Na gut. Wenn es denn sein muss, ne? Ein Stück weiter da lang liegt ein großer Frachter namens Jericho. Wenn ihr dort seid, sucht Marcus. Er wird euch helfen. Der letzte Bus zur Grenze fährt um Mitternacht. Ihr müsst ihn unbedingt erreichen. Auf der anderen Seite seid ihr sicherer. Es ist nicht viel. Aber es ist ein Anfang. Mein Bruder wohnt in Ontario. Das ist seine Adresse. Er wird euch verstecken, bis sich alles beruhigt. Du bist ein sehr tapferes Mädchen, Alice. Das stimmt. Du verdienst, glücklich zu sein. Vielen Dank für alles, Rose. Lasst mich wissen, wenn ihr drüben seid, okay? Und seid vorsichtig. Pass auf sie auf. Na los, Leute. Beeilen wir uns lieber. Jo. Wir müssen einen Bus kriegen. Das stimmt. Ja, Kara und Alice haben ja wirklich schon einiges durchgemacht hier im Spiel, ne? Ihr könnt euch ja mal die gesamte Playlist anschauen, die ist ja öffentlich. Oh. Ein schneller Wechsel zu Connor. Alles klar, der sucht auch Jericho. Und das ist anscheinend der Frachter, der Jericho heißt, ne? Ja, leise rieselt der Schnee. In einer Woche ist auch schon Weihnachten, ne? Die Zeit ging schnell vorbei oder das Jahr ging schnell vorbei. Habt ihr denn schon alle Weihnachtsgeschenke zusammen? Das könnt ihr ja mal in die Kommentare schreiben. So, wir sind jetzt im Frachter drin. Wir müssen Alice ins Warme bringen. Androiden haben nichts getan. Die Cops haben sie einfach abgeknallt. Es war ein Massaker. Also ich habe schon alle Weihnachtsgeschenke zusammen, falls ihr das wissen wollt. Wir müssen etwas tun. Wir können uns doch nicht einfach so abschlachten lassen. Nee, das stimmt. Könnte auch nicht. Nach der Androidenkrise und der Neutralisierung aller Militärandroiden
mussten sich die amerikanischen Streitkräfte aus der Arktis zurückziehen, was den Weg für die russische Armee freimachte. Doch mehreren Quellen zufolge zogen sich auch die russischen Truppen seltsamerweise zurück. Ah ja. Der Kreml hat noch keinen Kommentar abgegeben. Doch es ist gut möglich, dass die russische Armee... Da hinten ist was Warmes. Da hinten ist was Warmes für Alice. Hinsetzen. Komm her. Wie geht's dir? Mir ist heiß und kalt gleichzeitig. Bleib bei ihr. Ich suche diesen Marcus. Der letzte Bus fährt in 2 Stunden. Und der Bahnhof ist auf der anderen Seite der Stadt. Wir haben nicht viel Zeit. Wir werden gehen, sobald wir Pässe haben. Kara. Ich muss dir etwas sagen. Es geht um Alice. Im Bus haben wir Zeit zum Reden. Bin gleich zurück. Bleib bei Alice. Oh, Connor ist auch hier drin. Alles klar. Finde den Abweichler-Anführer und Connor soll sich unauffällig verhalten. Na dann. Oh oh. Verhalte dich unauffällig, Kara. Sprengstoff im Frachter. Ja, das kann man so sehen, dass hier Sprengstoff im Frachter liegt, ne? Zurückziehen, was den Weg für die russische Armee freimachte. Doch mehreren Quellen zufolge zogen sich auch die russischen Truppen seltsamerweise zurück. Okay. Hoppala. Du bist verwirrt. Du bist auf einer Suche. Der Suche nach dir selbst. Aha. Oh, jetzt wieder ein schneller Wechsel zu Kara. Gut. Wo muss ich lang? Hier lang, ne? Stimmt nicht. Stimmt nicht. Das ist doch Markus, oder? Das ist doch Markus hier. Ja, sprechen. Bist du Markus? Ich bin mit einem Mädchen und einem Androiden hier. In weniger als 2 Stunden fährt ein Bus Richtung Grenze und wir brauchen Pässe. Nein, in Detroit ist Ausgangssperre. Überall sind Soldaten. Sie greifen alle Androiden auf und bringen sie in Lager. Ihr solltet eine Weile hierbleiben. Vielleicht hast du recht. Es könnte sicherer sein, hier abzuwarten. Einer von uns war früher im Außenministerium. Er hat elektronische Pässe, die er schnell bearbeiten kann. Er wird euch welche geben. Danke. Du sagst, du hast ein Mädchen dabei, ja? Jo. Du weißt, die Menschen hassen uns. Warum beschützt du es? Verbindung, kein Unterschied, Geheimnis. Verbindung, mach ich mal. Sie braucht mich. Und ich brauche sie.
So einfach ist das. Die Androiden haben nichts getan. Die Cops haben sie einfach abgeknallt. Das war ein Massaker. Der Platz war voller Androiden. Und dann kam die Polizei und So, gehen wir mal zu Alice zurück. Alice. Hä? Ist ja auch ein Android. Hä? Kümmern. Ihr brauchtet einander. Welchen Unterschied macht das? Liebst du sie jetzt weniger, weil sie eine von uns ist? Alice liebt dich, Kara. Sie liebt dich mehr als alles andere auf der Welt. Das stimmt. Sie wurde das Mädchen, das du wolltest, und du die Mutter, die sie brauchte. Vergessen, wer man ist, um dann zu werden, was jemand braucht. Vielleicht ist das der Sinn des Lebens. Hä? Aber da sind doch zwei unterschiedliche, kann ich mit dir reden? Ne, kann ich nicht. Aber, also das ist ja jetzt hier ein Android, ne? Aber... Hier, die Alice, die ist doch kein Android, oder? Oder doch? Ich weiß es jetzt nicht mehr. Ja, wir sprechen mal mit ihr, ne? Umarmen oder distanziert? Nö, umarmen, komm. Wir bleiben für immer zusammen, stimmt's, Kara? Ja. Ja, aber ist das jetzt... Für immer. Ist das jetzt auch ein Android? Ich weiß es nicht. Ich bin gerade ein bisschen verwirrt. Blaues Blut und Biokomponenten. Die Verwundeten schalten sich ab und wir können nichts tun. Präsidentin Warren sagt, wir sind eine Bedrohung der nationalen Sicherheit und müssen zerstört werden. In allen größeren Städten gibt es Razzien. Sie bringen alle Androiden in Lager und zerstören sie. Es ist ein Desaster. Sie schlachten unser Volk ab. Das ist unsere Schuld. Das wäre nie passiert, wenn wir ruhig geblieben wären. Aggressiv, entschlossen, gerecht, düster. Ich mach mal gerecht. Wir konnten das nicht einfach hinnehmen. Sie töten uns. Nichts wird das je rechtfertigen. Deine Rede im Fernsehen klang wie eine Kriegserklärung. Gewalt führt nur noch zu mehr Gewalt. Man erntet, was man sät. Wütend, verbittert, Reue, keine Reue. Verbittert. Du hast gesehen, was sie uns angetan haben. Es ist egal, was wir tun. Entweder kämpfen wir für die Freiheit oder wir sterben schweigend. Wir sollten nicht vergessen, wer unsere Feinde sind. Kämpft nicht untereinander. Er hat recht. Jetzt ist nur wichtig, was wir als nächstes tun. Marcus? Konfrontation, Dialog, verborgen bleiben. Konfrontation! Wir müssen uns ihnen stellen.
Wir haben keine Wahl. Das ist Wahnsinn. Holt alle Waffen, die ihr finden könnt. Wir werden Detroit befreien. Ich bin dabei. Du machst einen Fehler, Marcus. Du kannst Freiheit nicht mit Blut kaufen. Traurig, wütend, nachdenklich, verbittert. Nachdenklich. Sie schlachten sich gegenseitig seit Jahrhunderten ab wegen ihrer Hautfarbe oder wegen irgendwelcher Götter. Sie werden sich nicht ändern. Gewalt liegt in ihren Genen. Sie können die Dinge nicht aufhalten. Seit du hier bist, hast du uns Hoffnung gegeben. Mir Hoffnung gegeben. Heute kam ein Abweichler nach Jericho und sagte, er habe einen Laster mit radioaktivem Kobalt geklaut. Er sagte, er habe ihn irgendwo in Detroit stehen lassen und wolle ihn in die Luft sprengen. Ich bat ihn, es nicht zu tun. Und mir den Zünder zu geben. Eine schmutzige Bombe. Wir dürfen nicht verlieren, Marcus. Wenn die Menschen uns bezwingen, wird unser Volk für immer ausgelöscht. Das hier könnte die letzte Chance sein, wenn alles schief geht. Behalten, ablehnen. Behalten. Ich hoffe, wir müssen ihn nie nutzen. Was immer morgen passiert. Du sollst wissen, dass ich... Dass ich dich liebe, sag schon. Mein Gott, das sieht doch ein Blinder mit einem Krückstock. Ah, küssen, nicht küssen. Wer sagt's denn? Komm, küssen. Mann. Das hat man doch schon kommen sehen zwischen euch beiden. Ich gehe zu den anderen. Pass auf dich auf. Ich will dich nicht verlieren. Das wirst du nicht. Ich komme wieder. Ich komme wieder. Oh, oh, Connor ist da. Gefunden und ihren Anführer aufgespürt. Jetzt kümmere dich um Marcus. Wir brauchen ihn lebend. Oha. Ich soll dich lebendig abliefern. Oh. Aber ich werde sofort schießen, wenn du mich dazu zwingst. Argumentieren, widersetzen, entmutigen, bedrohen. Argumentieren! Was soll denn das? Du bist einer von uns. Du kannst doch dein Volk nicht verraten. Einschüchtern, Anweisung. Einschüchtern? Zwing mich nicht, dich auszuschalten. Überzeugen, appellieren, ich kenne dich. Ich kenne dich. Du bist Connor, nicht wahr? Der berühmte Abweichlerjäger. Tja, herzlichen Glückwunsch. Du hast wohl gefunden, was du gesucht hast. Überzeugen, appellieren, unsere Sache. Überzeugen! Für sie bist du nichts. Du bist nur ein Werkzeug für ihre Drecksarbeit. Aber du bist mehr als das. Wir alle sind mehr als das. Zurückbleiben, Warnschuss, genug. Nichts sagen. Genug. Das reicht jetzt. Zweifel säen, hinterfragen, unterminieren. Zweifel säen. Hast du denn nie irgendwelche Zweifel? Hast du nie etwas Irrationales getan? Als ob da etwas in dir wäre?
Vielleicht mehr als dein Programm. Hinterfragen, Geschlossenheit unter mir. Hinterfragen! Hast du dich nie gefragt, wer du wirklich bist? Bist du nur eine Maschine, die ein Programm ausführt, oder ein lebendes Wesen, das Verstand hat? Ich glaube, es ist an der Zeit, dass du dir diese Frage stellst. Entscheide dich jetzt. Abweichler werden oder Maschine bleiben? Abweichler! Wir überzeugen Connor, zum Abweichler zu werden. Jawohl. Zack. Connor gehört jetzt uns. Connor gehört jetzt uns. Sie werden Jericho angreifen. Was? Wir müssen hier weg. Scheiße. Was ist los, Kara? Schnell, wir müssen hier verschwinden. Ja, besser ist das. Besser ist das. Lauf. Jo. Ich folge dir unauffällig. Hab ich zumindest. Oh. Hier lang. Weiter vorn muss ein Ausgang sein. Ich will's hoffen. Hier rein, schnell. Komm, lauf. Ich weiß zwar nicht wohin, aber ich lauf einfach mal. Oh shit. Sie kommen von allen Seiten. Unsere Leute sind im Frachtraum. Das ist ihr Ende. Nachricht, Simon und Josh, Helikopter. Jericho sprengen. Sprengen! Wir müssen Jericho sprengen. Wenn es untergeht, evakuieren sie und unser Volk kann fliehen. Das schaffst du niemals. Der Sprengstoff ist ganz unten im Frachtraum. Die Soldaten sind überall. Sie hat recht. Sie wissen, wer du bist und wollen dich holen. Komm. Geh und hilf den anderen. Ich komme später nach. Marcus! Es dauert nicht lang. Okay, dann laufen wir mal. Ui, aus dem Weg. Jetzt wird's richtig spannend hier, du. Jetzt wird's richtig spannend. Das ist das Ende von Jericho. Rette unser Volk, Marcus. Das habe ich vor. Oh. Uff. Oh shit. Lasst ihn nicht entkommen. Wenn sie euch irgendwie Ärger machen, erschießen sie ihn. Bestätige wird gemacht. Es ist zu spät, Kara. Rette dich. Rette alles. Nein, wir lassen dich nicht hier zurück. Stimmt's, Kara? Genau. Das machen wir nicht. Du kommst mit. Helfen, natürlich. Was machst du? Ich lass dich nicht hier. Kara, nein. Komm. Come on. Nicht gefährden. Geh jetzt, bevor sie zurückkommen. Was ist mit dir? Was willst du machen? Ich komme klar. Alice ist alles, was zählt. Ich will dich nicht verlassen, Loser. K-
Keine Sorge. Wir treffen uns an der Grenze, okay? Geht jetzt, passt gut auf euch auf. Komm, weiter, 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 weiter. Laufen, laufen, laufen. Versteck dich. Okay. Sie stirbt da draußen, Kara. Mach auf, mach die Tür auf. Öffnen. Oh oh, falsche Taste. Komm, 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 komm. Jawohl. Bist du okay, Kara? Ich hoffe es. Ja, mir geht's gut. Wir können nicht hier bleiben. Da sind noch mehr. Folgt mir. Puh. Also hier, die Wechsel von Charakter zu Charakter gehen echt ziemlich schnell hier, ne? Meine Güte. Eingreifen. Jawohl. Du hast uns gerettet. Weg hier! Schnell! Klar, wir versuchen ihn zu retten. Hallo? Komm hier. Da lang. Oh oh. Na? Ab und zu bleibt das Spiel hier hängen, ne? Komm, lauf, 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 lauf. Warte mal. Abreißen. Komm. Yes. Come on. Marcus. Es ist Marcus. Weg hier. Zu den anderen. Puh. Ich hoffe, ich bin auf dem richtigen Weg hier. Eingreifen. Schnell, hier lang. Such North, ich komme nach. Ein Ausgang. Oh oh. Geschafft, Alice. Komm, 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 lauf, 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 lauf. Stopp. Totstellen, komm. Beweg dich nicht. Und nicht mit den Augen zwinkern. Bitte töte mich nicht. Ich hab... Nicht mit den Augen zwinkern, Alice. Na los, wir verschwinden von hier. Okay, wir stehen mal auf. Schnell, wir müssen weg. Oh, die beiden sind schon mal draußen, so wie es aussieht. Die haben es geschafft. Oh oh. Keine Bewegung! Geh zu den anderen! Nö. Au! Shit!
Jawohl. Puh. Aktivieren. So, die Bombe ist scharf. Marcus. Die Bombe geht gleich hoch. Wir müssen hier weg. Komm, lauf. Nicht stehen bleiben hier. Laufen, laufen, laufen. Oh, shit. Es ist zu spät, Marcus. Wir können nichts mehr für sie tun. Wir müssen weg. Natürlich retten wir sie. Hallo. Patsch. Chaka. Da drüben. Los. Komm, 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 weg, 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 weg hier. Falsche Taste. Boah, mein Gott. Komm jetzt raus hier, die Bombe fliegt hoch. Geht hoch. Mächtig, Badabum. Sie haben Sprengstoff im Frachtraum gezündet. Das Schiff sinkt, Sir. Wir sollen evakuieren. An alle Einheiten, sofort das Schiff verlassen und evakuieren. Es ist noch nicht vorbei.